Herzlich willkommen im dritten Teil zu den Rassetauben. In diesem Ankündigungsvideo hatte ich euch darum gebeten, mir in den Kommentaren eure Fragen an die Rassetaubenzüchter mitzugeben. Und wer davon Gebrauch gemacht hat, wird sich vielleicht in diesem Teil freuen, dass genau seine oder ihre Frage beantwortet wird. Los geht's! Der Fachmann lernt nie aus. Nee. Das ist so. So, du als Taubenzuchtwart im großen Verein Göttingen, Grone und Umgebung. Kannst jetzt alle Zuschauerfragen kompetent beantworten. Ich will es hoffen. Die du vorher noch nie gehört hast. Oh. Und auch nicht bei YouTube reingelesen hast. Nein. Hast du nicht? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich kriege deine Videos an, aber dann ist bei mir auch schon Feierabend. Klasse. Nein, ich kenne die Fragen nicht und ich werde sie. Aber das wird kein Problem, das sind schöne Fragen. Also, Isabel Hubmann, meine Frage an den Taubenzüchter wäre, was ihm am Taubenhalten am meisten Spaß macht und was er an Tauben toll findet. Was mir am meisten an Spaß macht? Also, wie gesagt, es ist eigentlich die Ruhe, die Tauben ausstrahlen. Dieses, ja, von diesem beruflichen, privaten mal abschalten. Das ist so, was ich an den Tauben und der Tauben so fasziniere. Susi Schatz fragt, Frage, besondere Merkmale, warum diese Rasse gezüchtet wird, also für diese Rasse sich der Züchter mal entschieden hat. Das ist die erste Rasse gewesen. Ich habe auch schon andere Rassen gehabt, aber ich bin immer wieder auf die Rasse zurückgefallen. Ich weiß nicht, das ist so, was man das erste Mal gerne gesehen hat. Das macht man dann sein Leben lang weiter. Die Danziger Hoflieger. Das ist quasi auch eure Familienrasse. Das ist eine Familienrasse. Die schon über drei Generationen jetzt. Über drei Generationen. Wo hast du denn deine ersten Tiere bekommen? Mein Vater hat eigentlich schon immer Danziger Hoflieger gehabt. Seit den 60er Jahren. Und ich bin eigentlich dazugekommen mit 13, weil mein Vater auf Montage musste. Und ich sollte halt mich um die Tauben kümmern mit Futter und Wasser. So, dadurch bin ich eigentlich an die Taubenzucht gekommen. Und er hat mich gelockt damit, dass er dann in den Ortsverein mit mir eintreten würde. Das war für mich eigentlich so das Hauptargument, warum ich an die Taubenzucht gekommen bin. Aha. So, und dann, gut, mein Vater hat das früher nicht so genau genommen. Da flog sämtliche Farben rum, die du dir vorstellen kannst. Und da haben wir dann nach und nach uns dann, mein Vater hat sich dann auf Weiße spezialisiert und ich habe dann mit 20 habe ich dann das Grundstück hier und hatte mal Hellmaser, aber ich habe mich jetzt eigentlich so die letzten 10 Jahre auf die Schwarzgescheckten spezialisiert. Ich habe vorher mal Schwarzgeälzerte gehabt, da war ich auch ganz gut mit, aber das war auch wieder so ein Farbschlag, 2-3 Züchter und da ging gar nichts mehr dann, da konntest du auch nichts einkreuzen mehr. Und Schwarz-Weiß war schon immer mein Faible. Also hast du quasi die Danziger Hoflieger ein Stück weit geerbt? Ja. Und hast du irgendwann mal in den ganzen Jahren eine andere Taubenrasse, wo du dachtest, Mensch, die wäre doch auch noch was? Also ich habe immer so aus Lust und Laune, hatte ich schon Steigerköpfer mal probiert, so 2 Jahre. Ich hatte auch schon V-Tauben. Da habe ich Werner Fischer zum Beispiel, unser Zuchtfreund, mal mitgeholfen, die weiß und schwarze Fächer mit rauszuzüchten, wieder richtig. Aha. Dann habe ich gehabt deutsche Modeneser, aber die waren mir zu unruhig. Also die waren so schlimm, wenn du oben das Auto, die Autotür zugemacht hast, dann sind die unten schon im Stell senkrecht hochgegangen. So scheu waren die. So, die habe ich nach dem zweiten Jahr, kam einer, der suchte welche, ich sage hier, mitnehmen. Also die konnte ich überhaupt nicht. Ich habe ab und zu mal immer sowas ausprobiert und wie gesagt, seit 2 Jahren habe ich jetzt eichhörnische Kapuziner. Die gucken wir uns noch an. Die habe ich aber auch schon mal vor 30 Jahren gehabt. Die haben mich komischerweise auch schon mal immer fasziniert. Und jetzt seit 2 Jahren habe ich sie wieder. Heißt ein Fußballspieler auch Patrick Herrmann? Ich glaube ja. Ja, der fragt, Teile der Fragen haben wir eben schon beantwortet, dann können wir einfach verweisen. Aber vielleicht ist noch eine neue dabei. Grundsätzliche Haltungsbedingungen, was für Futter? Da hat man ja foliären Haltung ist angesagt, aber man könnte Freiflug, weil Futter hat es auch schon erklärt, ja. Ne? Zeitaufwendung, haben wir auch schon drüber geredet, ne? Minimal eigentlich. Man muss halt jeden Tag dafür sorgen, dass frisches Wasser und Futter drin ist. Ja, ich mache halt jeden Tag ein bisschen sauber. Ich möchte es gerne ordentlich haben, aber das muss halt jeder selber wissen.
Aber würde auch am Wochenende reichen? Würde auch am Wochenende reichen. Da gibt es für jeden selber überlassen. Mhm. Wichtig ist, das ist das A und O, sage ich immer, wenn man Tiere hat, dass frisches Wasser da ist. Foliärengröße haben wir eigentlich auch schon, willst du? Da gibt es bestimmt irgendwelche Richtlinien, aber eine Taube muss sich halt, ja, dass sie auch mal flattern kann da drin, dass sie sich bewegen können. Mhm. Gibt es eine Mindestanzahl von Tieren? Also reicht paarweise, wenn man anfängt, oder muss es gleich ein größerer Verbund sein? Es reicht immer paarweise, weil wenn die nachher legen tun und man hat die Jungen, also man kann muss das immer, das muss man selber wissen dann da. Wenn man züchten will, wird es nicht mit einem Paar funktionieren, da braucht man wohl dann mindestens 3-4 Paare, um mal zu einer Ausstellung gehen zu können mit seinen Tieren, aber da gibt es keine Grenzen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe 12 Zuchtpaare offiziell. Ich habe auch schon damals mit 30 Zuchtpaaren gearbeitet. Aber der Erfolg liegt wohl immer an der Linie, an der Zuchtlinie. Mhm. Ja. Die Zucht übers Jahr gesehen, hast du auch schon erzählt. Du machst quasi 3 Durchgänge und wenn die Küken groß genug sind, also die Jungtiere, kommen die Jungtiere hier rüber, mhm, und dann brüten die Eltern noch ein zweites Mal und noch ein drittes Mal. Jawohl. Und das ist dann bei der Ausstellung egal, wie alt die sind? Bei der Ausstellung gibt es dann die Kategorien Jungtiere und Eiltiere. Also Jungtiere sind immer von dem Jahrgang, wo wir gerade sind. Mhm. Und dann gibt es noch die Eiltiere. Aber für den Preisrichter ist es dann egal. Das ist ja wie bei den Hühnern, muss sie ja auch Jungtiere oder Eiltiere nennen. Aber sie dürfen halt nicht älter als 5 Jahre sein. Ach so. Muss ich jetzt mal an unseren Vorsitzenden weitergeben, das weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Ja, ich glaube, dann kommt. Aber ich glaube, 5 oder 6 Jahre älter dürfen sie nicht sein zur Ausstellung. Dann kommt, glaube ich, die gleiche Ringfarbe wie bei. Dann kommt die gleiche Ringfarbe wieder und deswegen dürfen die ja nicht wieder ausgestellt werden. Ja. Das letzte Kommentar von dem Patrick Herrmann freut dich vielleicht. Ich habe zum Beispiel 0 Ahnung von Tauben, Interesse wäre aber da. Tja, dann Stall bauen oder wenn du hast, einfach anfangen. Es gibt die Geflügelzeitung, wo man Tiere erwerben kann. Mittlerweile ist jede Rassetaube im Sonderverein im Internet verlinkt. Also da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Mhm. Im Notfall ist irgendwo in der Nähe immer ein Ansprechpartner. Die Vielfalt auf dem Lande fragt, sind die Moderneser oder ich ergänze noch die Danziger Hochflieger in der Lage, ihre Jungen eigenständig aufzuziehen, weil bei anderen Taubenrassen, zum Beispiel Möwchen, ist es nicht mehr oder weniger ein Glücksspiel, dass sie ihre Jungen eigenständig aufziehen, weil diese einen ungeeigneten Schnabel zur Aufzucht ihrer Jungen haben. Kannst du das bestätigen? Oder? Das ist so, also es gibt leider Möwchenarten, da bin ich auch nicht so ein Freund für. Die müssen halt über Amttauben großgezogen werden, weil sie ihre Jungen selber nicht füttern können. Weil der Schnabel wirklich zu klein ist. Weil der Schnabel dann zu kurz ist, aber sie schaffen es, zum Beispiel die Danziger oder andere Langschnäbler zu füttern. Das kriegen sie hin. Die können nur ihre eigenen Jungen, weil die so kurz im Schnabel sind, selber nicht füttern. Es gibt aber auch Möwchenarten, die schaffen es mittlerweile wieder. Man ist wieder eigentlich bei manchen Möwchenrassen auf dem Weg wieder dahin, dass sie ihre Jungen wieder selber großziehen. Also da ist schon Bewusstsein, das ist vielleicht eine Übertypisierung, dass der Schnabel immer kürzer wurde. Da wird schon gegengesteuert. Das war der Trend so, aber der Trend wird wieder, gehe ich mal von aus, die nächste Zeit wieder zurückgehen, weil das können wir gar nicht mehr verantworten in der heutigen Zeit. Aber bei den Danzigern ist es überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Bei den Modenesern auch nicht. Bei den Modenesern auch nicht. Gibt es denn neben den Möwchen noch eine Taubenrasse, die auch Probleme hat? Oder fällt dir keiner ein? Nee, fällt mir jetzt weiter keiner ein. Gut. Nils Kunert. Mich würde interessieren, mit wie vielen Zuchtpaaren gezogen wird. Wie viel Nachzucht und was an Nachzucht ist brauchbar, ausstellungsreif? So grob mal. Also gut, ich habe zum Beispiel bei den Schwarzgescheckten, was ein seltener Farbenschlag ist, züchte ich mit 6 Zuchtpaaren, beziehungsweise dieses Jahr habe ich 8 Zuchtpaare. Ich ziehe so im Schnitt 40 Junge groß. Und von den 40 Jungen, muss ich fairerweise sagen, sind vielleicht 5, 6 dabei, die ich für die Ausstellung gebrauchen kann. Der Rest muss dann in der Küche zugeführt werden. Aber das ist auch in Ordnung. Oder wenn Interessenten kommen, würdest du sicher doch auch Pärchen abgeben. Da würde ich auch Pärchen abgeben, aber ich muss dann halt immer sagen, gerade bei so einem Farbenschlag, dass die Jungen halt nicht gleich so aussehen wie die Alten. Dann. Ja. Das ist halt so bei dem Farbenschlag. Mhm. Also für einen Anfänger gebe ich eigentlich immer erst den Tipp,
immer erst mit einfarbigen anfangen. Also mit den, man sagt immer mit den Hauptfarbschlägen von den Rassen, um erstmal so die Erfahrung und so das Händeln so hinzukriegen. Und wenn man damit dann so ein bisschen erfolgreich ist und weiß, wie es funktioniert, dann kann man auch mal auf einen seltenen Farbschlag benutzen. Aber da sollte man sich ein bisschen schlau lesen oder andere Züchter, die diese Rasse dann auch züchten, mal fragen, wie das denn so ist mit den Jungen etc. Also dann auf jeden Fall auch in den Verein gehen. Da würde ich auch dann auf alle Fälle versuchen, in den Verein reinzugehen. Vielleicht sogar in den Sonderverein von den jeweiligen Rassen. Der Jonas, der hat eine ganze Reihe von Fragen. Speziell an die Danziger. Wie hoch können die fliegen? Also die sind in, das wird in drei Gruppen eingeteilt bei den Danziger. Das ist sichtbar, punktuell und unsichtbar. Und das ist so ein Punktesystem. Ja, das kann ich jetzt schlecht sagen. Da gibt es immer so einen Index, in welcher Höhe die gerade sind. Und ich glaube, letztes Jahr, der deutsche Meister, der hatte dann, ich muss jetzt lügen, 700 Punkte mit 5 Tauben. Da gibt es richtig Meisterschaften für die Hochflug? Da werden richtige Hochflugmeisterschaften geflogen. Hochflugmeisterschaften? Ja. Ah, okay. Nur für die Danziger? Für alle Rassen, die mit dem Hochflug zu tun haben. Okay. Also ich fahre jetzt zum Beispiel Ende Juli zum Hochflug-Meeting, weil ich da unseren Sonderverein vertrete und da gibt es halt sehr viele Rassen, vorwiegend bei den Tümmlern, muss ich sagen, die da richtig diesen Hochflug betreiben auch. Oh, das hört sich ja toll an. Ja, aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Ja, wie lange dauert dann so ein Hochflug? Das kommt immer darauf an, wann sie gestartet werden. Meistens startet man so gegen Abend, wenn es nicht mehr so heiß ist zum Beispiel. Ich sag mal so zwischen 16 und 17 Uhr. Ich weiß, sie können sogar durch die Nacht fliegen. Also mein Vater hat früher Hochflug gemacht. Und wir haben es einmal gehabt, die sind sogar die Nacht durchgeflogen. Die sind am anderen Morgen um 8:30 sind die erst wieder runtergekommen. Boah. Aber das war mir jetzt mal einmalig, aber das funktioniert auch. Oh, meistens ist es immer so, ja, so 4-5 Stunden. Mhm. Das ist immer so ein Faktor vom Wetter, von der Sonne und alles. Ja, ich weiß, du willst mich unbedingt drauf haben. Das ist ein schönes Bild hier, der Ausschnitt. Hast du bei den Danzigern besondere Merkmale, worauf du beim Züchten achtest? Das hat man generell bei den Rassetauben, weil für jede Rassetaube gibt es einen Standard, wonach man züchten muss. Und bei den Danziger legt man halt Wert auf den Kopfzug, auf die Kappe obendrauf, auf die waagerechte Standhaltung, farbmäßig. Aber wie gesagt, dafür gibt es einen Standard, wie man die zu züchten hat. Und da steht dann auch drin, ganz zum Schluss, was zum Beispiel grobe Fehler sind. Was kostet eine Danziger Hochfliegertaube oder ein Pärchen, wenn man anfangen will? Die muss nicht spitze sein, aber so, dass man loslegen kann. Also früher hat man, sag ich mal, wirklich richtig Geld dafür hingelegt. Die Zeiten sind vorbei. Weil heute ist man froh, wenn man wirklich mal Züchter finden tut. Ich bin einer, der schon immer das so gemacht hat, mindestens einen Sack Futter müssen die Tiere reinbringen. Das sind so, sag ich mal, 20 Euro. Ein Einzeltier also, oder ein Pferd? Ein Einzeltier. Aha. Es kommt immer noch auf einen, wer da kommt. Ich habe es auch schon verschenkt. Wenn ein Jungzüchter kommt zum Beispiel oder einer, der kriegt es meistens geschenkt und ein Anfänger kriegt es meistens auch geschenkt. Weil es bringt mir nichts, wenn ich dir einen Haufen Geld abnehme und die Tiere siehst du nie wieder. Mhm. Mir ist ja lieber, wenn dir noch im Verein eintreten tut und ja, dass man sich dann auch austauschen kann. Es gibt solche und solche. Wenn sich einer meldet, die unsere Leinetal-Geflügelschau Anfang November, dann hättest du eventuell ein, zwei Pärchen, falls einer Interesse hat? Also von den einfarbigen bestimmt, von den gesteckten wird es ein bisschen schwieriger. Weil wie gesagt, wenn ich nur 5 Junge davon zur Ausstellung habe, muss ich mal gucken, was ich dann für die Zucht brauche. Ich hätte eventuell dann auch da was abzugeben, aber das muss man dann sehen. Okay. Weißt du, welche Farbschläge es bei den Danzigern gibt? Es gibt, ich glaube, 27 Farbenschläge. Das sind einfarbig weiß, schwarz, blau, rot, gelb. Dann gibt es die in gemasert, das nennt man Hellmaser. Die haben so eine Maserungszeichnung auf weißem Untergrund. Dann gibt es die in Dunkelmaser. Die gibt es in Fahl, in gescheckt, in getigert, in geelstert. Also ich sag mal bei, ich glaube, 26 Farbenschlägen
wird irgendein Geschmack dabei sein. Ja, super. Arno Ziegler ist gar nicht so eine Frage, einfach nur eine, ja, ich lese es mal vor. Ich hätte zu meinen Hühnern auch sehr gerne Tauben, aber das Risiko der Vogelhalterlunge ist mir bei Tauben zu groß. Mein Schwiegervater ist daran mit 63 Jahren gestorben. Ja, Vogelhalterlunge. Allergie oder so. Es gibt es eigentlich vorwiegend nur bei den Brieftauben. Ah. Das ist da, früher haben die immer Lungenprobleme gehabt. Also bei den Rassetauben ist es mir jetzt nicht so bekannt. Es gibt zwar welche, die sind sehr, wie sagt man denn das? Die haben so Feinstaub immer drauf, die Tauben. Aber ist mir in letzter Zeit nie bekannt geworden, dass da irgendeiner Probleme mit hat. Und wie gesagt, dann muss man halt mal eine FFP-Maske tragen. Ja, aber wenn man jeden Tag dann... Also aber bei Hühnern kannst du auch das Problem haben mit der Lunge. Ja, das hat, wenn er schon Hühner hat. Also, nein. Gut, Max Magin, wie sieht es mit den Hamburger Elstern und Kopenhagener Elstern aus? Oh, das ist eine ganz, ganz seltene Rasse. Ach, die hat es mal ganz früher gegeben, da waren die im Hochflug sehr, sehr bekannt. Sind erst die letzten, da gibt es auch ganz wenige Züchter davon. Ich habe zufällig nämlich mal neulich einen Bericht gelesen in der Geflügelzeitung. Aber da kann ich auch nichts weiteres zu sagen. Aber ich weiß, die sind jetzt wieder so ein bisschen hingekommen. Ah, okay. 3x. Haben Sie einen guten Orientierungssinn? Ist bei vielen schweren Rassen leider wohl nicht mehr der Fall? Also das ist ja keine Brieftaube, die man jetzt im Fernflug jetzt einsetzen tut. Ich sag mal, in Danzinger, ja, was im Umkreis. Ich weiß, in Polen hat es einer geschafft. Ich glaube, der war 15 Kilometer weg, dann haben die auch nach Hause geschafft. Okay. Aber es ist halt ein Hochflug und kein Weitflug, was man mit denen macht. Okay, gute Antwort. Und Max Gomez mit der quasi letzten und auch entscheidenden Frage. Hallo, kann man Tauben mit Hühnern zusammenhalten? Ja, das kann man. Also ich kenne sogar welche, die das machen. Da laufen unten die Hühner und oben sind dann die Tauben. Aber man sollte das dann auch so machen, dass zum Beispiel die Hühner nicht in den Nistzellen dann aufbauen können. Also man sollte den Tauben seine eigene Atmosphäre geben, Privatsphäre geben, so wie man dann sagt. Ist eigentlich möglich, überhaupt kein Problem. Also ich kenne einen auf alle Fälle, der hat seine Nistzellen und hat unten seine Hühner laufen. Aber es wäre nicht ratsam, jetzt nicht gerade Hühner da reinzusetzen, die dann immer sehr weit hochbauen. Also wenn ich aber die vertragen sich, da gibt es keine Schwierigkeiten mit. Okay, wenn ich einen begehbaren Stall habe und dann die Nistzellen für die Tauben oben hin mache oder die Sitzplätze, wo die Hühner nicht mehr hinkommen? Das ist überhaupt kein Problem. Also das wird auch so weit kommen, dass sie so gut vertragen, dass die Tauben unten mit an den Hühnertrog geht und fressen tun zusammen. Das wollte ich dich gerade fragen, ob die Tauben da nicht das Hühnerfutter mitfressen? Das ist ja kein Problem. Das ist ja auch ein Kölner Futter zum Teil. Da sehe ich überhaupt keine Probleme mit. Und? Wie gesagt, das liegt wohl immer maß an den Hühnerrassen, wie die dann da hinterher sind. Aber es geht, das funktioniert. Ja. Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich habe ja auch eher eine Halbschwere, die relativ ruhig ist mit den Kraftkör, dass die wollen gar nicht groß fliegen, dass die unten laufen. Aber bei mir geht ja die automatische Klappe morgens hoch, dann würden die Tauben wahrscheinlich unten auch durch. Die würden auch da unten damit rausgehen und sich da unten mit den Hühnern zusammen rumlaufen oder vielleicht ein bisschen rumfliegen. Für die Tauben wäre es ja dann frei. Die Hühner haben ihren Auslauf, der ist eingezäunt. Die Tauben könnten dann frei rumfliegen, aber wie gesagt, das ist mal die Gefahr. Aber sie müssen sich dran gewöhnen. Wenn sie es kennen, ist es überhaupt kein Thema. Würden die Tauben denn dann abends rechtzeitig wieder zurückkommen in ihren Stall? Die würden auch rechtzeitig wieder reingehen. Gerade wenn sie jetzt brüten tun, seht ihr zu, dass der eine immer wieder ruckzuck auf dem Nest ist. Dann. Also der Täuber brütet ja meist tagsüber. Der geht ja so morgens zwischen 7 und 8 geht er ja aufs Nest bis 16 Uhr ungefähr, sagt man. Da würde die Täube in der Zeit draußen sein und rumfliegen. Und die würden sich dann um 16 Uhr wechseln, dann würde der Täuber rausgehen. Und der würde trotzdem zur Dämmerung wieder zurück sein? Der würde aus der Dämmerung wieder zurück, weil der würde meistens nur rausgehen, gucken, sich ein bisschen, wie sagt man, frisch machen wieder vom Brüten und dann würde er auch wieder reingehen. Also da sehe ich keine Schwierigkeiten drin. Es ist halt ein Geduldsspiel. Und es besteht dann die Gefahr, dass mal vielleicht eins doch nicht wiederkommt, weil es... Das kann passieren, weil der Greifvogel oder irgendwas... also wie gesagt, wenn man sowas machen will, kann man nicht am anderen Tag gleich die Klappe aufmachen und hoffen, dass es dann klappen tut. Also man muss ein bisschen Geduld haben, weil die Tiere müssen erstmal schnell kennenlernen. Besser wäre es, wenn man oben
sich so eine kleine, wie hier vorne, so einen kleinen Ausflug erstmal davor setzen tut, dass die Tiere erstmal die Umgebung kennenlernen würden. Mhm. Das wäre am einfachsten. Aber ich habe auch schon gesehen, wo die Tauben unten bei den Hühnerklappen mit rausgegangen sind. So. Aber die sagen mir natürlich auch nicht, wie lange das gedauert hat, bis das funktioniert hat oder wie viele Tiere da weggekommen sind. Aber wenn ich jetzt schon meine Hühner habe und mir dann noch ein Pärchen Tauben dazu hole, würdest du sagen, mindestens eine Woche oder zwei Wochen erstmal eingesperrt lassen? Oder also ich würde mindestens 3-4 Wochen einsperren und wie gesagt denen die Möglichkeit geben, dass sie auch draußen die Umgebung sehen können. Brauche ich eine vorgeschaltete Foliere, so eine improvisierte? Na, es gibt ja hier so Vorsätze. Ja, aber die Hühner können in dem Moment dann ja auch 4 Wochen nicht raus. Ja, aber wenn man die oben sich hinsetzen tut, dass die Hühner da oben gar nicht hinkommen, ja, sehe ich da keine Schwierigkeiten drin. Aber unten und dann kannst, ja eigentlich auch, dann kannst du eigentlich auch die aufmachen, weil da sind ja extra so Hochflugkästen eigentlich. Ja, aber die Hühner sollen ja jeden Tag raus. Ja, da kannst du deine Hühner aber trotzdem rauslassen. Aber die Tauben bleiben ja... Achso, meinst du das? Weil die Tauben doch dann unten mit durchfliegen. Verstehst du? Ja, jetzt verstehe ich das. Ja, das wird ein bisschen schwer. Also da muss man halt das Risiko eingehen, dass die dann beim Rausgehen vielleicht von Hühnern weggeschubst werden und dann wird schwer. Das, wenn du Pech hast, dauert es vielleicht 2-3 Tage, dass sie erst wieder da sind. Das ist ja ist nicht einfach. Okay. Aber sonst, also wenn man nur ein Pärchentauben hat, wird es nicht funktionieren so schnell. Glaube ich nicht. Warum nicht? Naja, wie gesagt, wenn du deine Hühner jeden Tag rauslassen willst und die gehen dann gleich beim ersten Mal mit raus, dann sind sie weg. Dann sind sie wieder beim Verkäufer, der sie dir verkauft hat. Nicht unbedingt. Wenn er nur 15 Kilometer weit weg wohnt. Dann ja, aber meistens ist es dann so, ja, sind sie dann weg. Uh-huh. Weil die setzen sich dann irgendwo hin und dann gibt es leider das Raubzeug. Ja. Und dann werden sie da weggeholt. Obwohl die Ringeltauben kommen ja auch gut, klar. Ja, aber ich habe zum Beispiel bei uns zu Hause ein Pärchenringeltauben jetzt gehabt, die wollten da brüten und ja, und da sind 4 Krähen gewesen, keine Chance. Da sind die Krähen sogar aus dem Netz gegangen und haben mir die Eier rausgeklaut. Also, ist schwer, ja. Aber es funktioniert auch. Mhm. Muss man halt probieren, Geduld. Ja, hört sich gut an. Ja. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, man kann Hühner mit Rassetauben sehr gut zusammenhalten, wenn ein paar wenige Voraussetzungen erfüllt sind. Und das ist zum einen, dass man in der Stall hoch genug ist, dass man den Tauben oben Nistzellen anbringen kann, wo die Hühner nicht hinkommen. Deshalb natürlich Hühnerrassen, die nicht so gut fliegen können, dass sie da in 2 Meter Höhe sich aufbäumen in den Taubennistkästen, das wäre nicht so schön. Futterwasser ist kein Problem, wenn die Tauben eingewöhnt sind, ist auch der Ausschlupf natürlich toll, der vielleicht automatisch auf und zu geht, da können die Tauben dann einfach mit rausfliegen, sich den Tag über verdünnisieren und amüsieren und hoffentlich dann abends zurückkommen. Das einzige Problem, wo ich eben mit Stefan diskutiert hat, ist eben die Eingewöhnungszeit der Rassetauben. Da müsste man eben 3-4 Wochen die Tauben eingesperrt lassen. Am besten so, dass es schon, vielleicht hat man eine Geflügelpestfoliere schon vorgeschaltet, die man, falls die Verordnung kommt, eben dicht macht. Das wäre natürlich ideal. Vielleicht ist es aber auch so, im Winter, meine Hühner als Schnee lag, die wollten überhaupt nicht raus. Dann tun die 3 Wochen vielleicht gar nicht so weh, dass die Hühner mal eingesperrt sind. Vielleicht will man in dem Zeitraum dann auch Bruteier sammeln und die Hühner auch nicht draußen rumlaufen haben. Da muss man halt im Management mal gucken, ob man das hinkriegt. Aber wenn man das schafft, wenn die Tauben eingewöhnt sind, ist es anscheinend kein Problem und ich hätte auch fast Lust da drauf, das mal auszuprobieren. Das ist ja bei uns das Problem im Verein. Wir haben ja nur 3 oder 4 Taubenzüchter von 167 Mitgliedern und da fehlt halt ein Nachwuchs. Aber gut, man darf auch nicht vergessen, vom Huhn hat man ja auch Eier, ein schönes Hähnchen. Das ist der Einstieg ist oft, ich will meine eigenen Eier, ne? Ja, und bei den Rassetauben, das hast du bei den Tauben nicht, ja, weil die Eier kannst du nicht essen. Schön, hat mir gefallen. Danke. Aber bleib mal da so ein bisschen stehen, weil die werden jetzt nochmal hier nach vorne kommen. Okay. Aber du musst keine Angst haben, die werde ich nicht hauen.
So. Da ist dir schon mal einer gegen den Kopf geflogen? Passiert auch. Lasst gerne einen Kommentar da, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Dr. Bene.